Dass man das also sich bewusst macht, dass man keine Schuldzuweisungen macht, sondern erst einmal die Schulöffnung, die Schuld, da kann man ja sehr vielfältig, da ist auch das L in der Schuld hinten, das LD, kann Shin Waf, Shin U, logisch aufgespannte Lichtöffnung, LD haben wir das Illet, haben wir das Gebären. Eine logisch aufgespannte Lichtöffnung, die ich gebäre. Ich denke mir das aus. Und das ist schon wieder den Geist, der Bär ist Bar, ein Äußeres erschafft in sich selber. Ist simpel, wenn man mal das Werkzeug hat, kann man alles heilen. Das ist das Interessante an dem Sprachsystem. Das ist so allumfassend, wenn man mit den Worten spielt, jongliert. Aber es ist was Intimes. Es ist wieder dieses Team, Intim, da steckt die Time, das Intime. Wenn man das INT und das E hin als He, heißt das hebräische Wort für Wunder. Das sind Wunder, die Time, das ist die Zeit der Gestaltwerdung ist ein einziges Wunder. Was wären wir ohne unseren Traum? Nichts. Aber jetzt ist natürlich das Nichts, das wir uns ausdenken, ist schon wieder was. Darum sage ich immer wieder, das Selbst, das Verneinende, musst du dir denken, dass du es verneinen kannst, so viel zum Thema zu Leuten, die sagen, es gibt keinen Gott. Ich sage, das stimmt, solange du nicht an ihn denkst und wenn du ihn dir ausdenkst, dann ist ein Gott da, den du dir ausdenkst, von dem du dann behauptest, den gibt es nicht. Und jetzt kann ich hinterher mal sagen, dass er nicht recht hat. Es ist immer ein Jein. Es ist ein Jein. Das heißt, du wirst diese Mitte erreichen, dass das Ziel, die Geburt Gottes in L, ist nicht eine Einseitigkeit. Auch hier habe ich immer wieder gesagt, das Schwingen heißt es nicht, dass der Adam in einen tiefen Schlaf fällt. Also eigentlich zuerst einmal hier dieses erschaffene Menschenwesen. Und dann wird ihm diese Zella entnommen. Diese Rippe wird das übersetzt. Können wir jetzt wieder Ripp, kann man alles nachschauen, wenn man will. Das muss man nicht wissen. Man muss das Prinzip wissen. Und wenn du neugierig bist, hast du Lexikon oder Gematrie Explorer. Und diese Rippe ist jetzt erst einmal eine Seite. Und dasselbe Wort hast du auch hinten. Das führt uns zur Basis. Das ist immer wieder Basis. Das Wort Basis löst in dir was aus. Auch das habe ich hunderte Male erklärt, wenn man sich sehr intensiv mit Holofilling beschäftigt. Und wenn du altgriechisch, ein gutes altgriechisches Wörterbuch nimmst, dann hast du zuerst einmal den Begriff Basis heißt gehen. Jetzt haben wir unsere geistige Ehe, die zu einer Existenz wird. Ich brauche für was Existierendes, für was Herausgetretenes, brauche ich Plus und Minus, das ist Wellenberg und Wellendorf. Und jetzt steht da im großen Langentscheid altgriechisch von 1917, sind ja nur die Zahlen, die ich jetzt sage, sind symbolische Bilder, die nichts zu tun haben mit einer Vergangenheit. Das sind Adressen, wo ich dann mir in die Vergangenheit denken kann, aber ich denke es hier und jetzt. Das war nichts in der Vergangenheit, weil der Langentscheid, der kommt jetzt aus mir. Das ist, wo ich sage, du hast die ganze Bibliothek und wenn du ich bist, sind die Bücher alle gelesen und das musst du dir nicht merken, sage ich, weil wenn ich jetzt, ich weiß, das ist geöffnet, lange ich halt schnell rein und hol mal. Das ist die Trinity, kannst du Hubschrauber fliegen, lad mal schnell das Programm. Aber die meiste Zeit habe ich es nicht drauf, weil ich muss dann meinen Computer nicht zoomen. Das lasse ich im Hintergrund im Internet. Nur wenn es wichtig ist momentan, hole ich es mir halt wieder raus. Die Fähigkeit kriegst du, wenn du Geist bist. Aber der ist Liebe, der wird nicht trennen, sondern der wird versuchen zu verbinden, eins zu machen. Auf jeden Fall, worauf man tritt, steht in dem langen Heil, in dem langen Scheid. Und jetzt haben wir schon drei. Wir haben drei, wir haben auf, ab, These, Antithese und der, der eigentlich die Ehe ist. Beide ist es die Synthese. Darum heißt das Ganze auch Fundament. F, sagen wir eine Facette, die natürlich auch Wissen ist. Sagen wir PF, komme ich übrigens auch noch dazu, dass du hier auch ein V-Laut, wo wir normalerweise nur Waff draus machen, ist ja Vater, Father. Im Englischen kannst du, kannst, wenn du jetzt nochmal einen Trick, du kannst ein V auch zu einem P machen. Ist ja F. Das ist alles, das wird, das schwingt dann, das wird viel, vielfältiger noch. Ich sage euch immer wieder, ihr habt Regeln, erfinde neue Regeln. Du musst schöpferisch werden, wobei du von dir aus nichts erfinden kannst. Du musst nach einer Möglichkeit schreien, was zu verbinden, wo deine Regeln noch nicht reichen, das zu verbinden. Und dann lasse ich dir eine neue Regel einfallen. Aber diese neue Regel, was du feststellst, setzt nicht eine bestehende außer Kraft. Wir machen keine Verbesserung, indem wir was Bestehendes wegmachen, sondern alles, alle Regeln bleiben und wir machen nochmal eine neue dazu, weil die momentanen Regeln nicht ausreichen, die Heiligkeit logisch verknüpfen zu können, also zu verstehen. Wir haben jetzt unser Funda, UN, blau geschrieben, aufgespannte Existenz, ist die Öffnung einer Schöpfung. Lateinisch heißt unter Welle. Jetzt haben wir wieder doppelt W, doppelt aufgespanntes L. Können wir ja als 1,30 lesen. Dann haben wir den Gott,
Das eine, die Implosion, wir können halt 70-30 L lesen, dann heißt es ja hochheben, nach oben heben, wobei 70-30 100er gibt und das ist Affinität. Wir sind wieder bei unserer Gedankenwelt. Jetzt können wir zum Rechnen anfangen. Ich kann das auch nur in Zahlen reden. Wir haben unter, lateinisch heißt es Welle, ment. Ment, kannst du nachlesen, ist mens, ist Denken, haben wir Gestalt gewordene Existenz, die zu einer Erscheinung wird. Wobei interessant ist, dass also hier auch wieder gute Wörterbücher heißt, bei mens, ist Denken, ist zuerst mal mendio, heißt überlegen, ein ganz tolles Wort, U mit zwei Bündchen drüber, wird polar erweckt, BR. Wir können natürlich auch BER, wir können nur BR, den Vokal des E rausschmeißen, dann hast du das Äußere. Und das ist le, auseinandergeschmissene geistige Existenz. Überlegen. Und interessant ist, dasselbe Wort heißt Lügen verbreiten. Schau es im Wörterbuch nach. Jetzt hast du deine Transversalwelle, dieses ständige im Hier und Jetzt auftauchen und verschwinden. Und die Longitudinale, die raumzeitlichen, die sogenannten Longitudinalwellen, sind raumzeitliche Wellen, die sich in Raum und Zeit ausbreiten. Das sind die Lügen, die du um dich herum in Vergangenheit, Zukunft verbreitest, die du dir über dich, du bist immer, du bist ganz, ganz tief, wir sind ganz, ach, wenn ich euch sage, wir sind auch viel zu groß, so klein müssen wir sein, so klein müssen wir sein, wir sind auch viel zu groß. Das ist immer diese Arroganz, wo man hat. Und wenn ich jetzt, wenn man reinschaut, das ist natürlich das Wort, die hören die unteren Schriften. Ich habe Bommen die letzten Selbstgespräche angesprochen. Wiederhol das, wenn du meinst, einmal lesen. Was passiert, wenn ich jetzt, wenn du das von der Diana, die wir uns ausdenken, die auch nur ein Gedanke ist, passiert in dir? Was die für ein Feuerwerk abbrennen, nur mit diesen Regeln. Und die benutzt einfach nur die Regeln und jetzt setzt sie sich hin und hat das Wort und dann schaue ich da noch und dann wird zusätzlich von mir noch inspiriert. Mhm. Und das liest sich komplett, wie wenn du Hologrammatik liest oder über Mythologie und mythologische Figuren. Kann jeder machen, wenn du die Grundregeln hast. Muss aber auf der momentanen Programm drauf sein. Was jetzt wichtig ist, die Erkenntnis, ich habe zuerst einmal in dem Leben was ganz Bestimmtes zu lernen. Und dann mache ich das Beispiel mit meinem Auto. Der kleine Kabelstecker ist genauso wichtig wie der Motor. Ja. Meinst du, wenn du der Motor bist an dem Auto, viel mehr wie der Kabelstecker, bin ja viel mehr wichtiger. Nur so was machst du dann ohne Reifen und ohne Getriebe? Dann stehst du genauso deppert rum wie alle anderen auch. Das ist das aufgeblasene Wissen. Und wir kleine Kabelstecker, wir denken uns hier, zack, wir halten uns nicht fest, schau mal, wo du hinkommst, du Motor. Und dann aufgeblasen. Ohne mich geht nichts. Ohne mich geht, ich bin der Bestimmer, stimmt. Das gibt dann irgendwie schon eine Zufriedenheit. Was meinst du, die ganzen Schönen und Reichen der Welt, was die ohne dich wären, die wir uns jetzt ausdenken? Und jetzt sitzt einer wieder im Glauben, er sei ein Trockennasenaffe, der nichts ist, der keine Macht hat, der ums Überleben kämpfen muss, weil die reichen ja alle, ich habe ja nichts zu sagen. Dann gebe ich ihm diese Schrift, ich lasse diese Schrift in ihn auftauchen und das Erste, was er in seiner Dummheit aufschlagen, das versteht ja keine alte Sau, was für eine Scheiße, was für ein Krampf. Wichtig ist der Satz, das verstehe ich nicht. Wenn er nicht nur im Urteilen ist, in seiner Arroganz. Und dann sage ich, pass auf, wenn du das jetzt siehst und du sagst, das verstehe ich nicht, beim ersten Blick, dann ist das schon mal eine große Selbsterkenntnis, weil du feststellst, dass du ein Dummkopf bist. Dass du keine Ahnung hast. Was jetzt aber interessant sein sollte, jetzt beobachte dieses Ego mal von einer anderen Seite. Wieso, wenn du doch schon erkannt hast, dass du mit dem Intellekt keine Ahnung hast, wieso maßt du dir dann mit demselben Intellekt permanent an, über alles und jeden zu richten und zu urteilen und dir einreden zu lassen von dem Intellekt, dass du wüsstest, was richtig ist für die Leute und für dich, dass du glücklich wirst? Obwohl du doch gerade schon, das verstehe ich nicht, habe ich keine Ahnung davon. Ist irre. Ich betrachte mich, wenn das höhere Ich da ist, und das erfordert nur Demut aus verschiedenen Perspektiven, und die wird immer mehr merken, das einzige Problem, das du wirklich hast, das ist dieses Programm, das noch sehr fehlerhaft ist, und darum nenne ich das den Führerscheinprüfungsbogen. Der ist ganz bewusst dazu da, dass du das erkennst, dass er voller Fehler ist. Und jetzt nochmal, du sollst dein Ego, dein Programm nicht verändern wollen. Weil das ist schon wieder Ego. Dann willst du dich besser machen.
Und damit vergisst du eigentlich schon wieder, dass du eigentlich der bist, der jetzt ganz gezielt einmal dieses spezielle Intellekt, dieses Ego durchlebt, dieses Buch liest, um zu erfahren, was da alles im Argen liegt. Erinnere dich, Sigmund, an die kleine Seele, die auf die andere Seele trifft in Almena. Ich habe vergeben, ich habe jemandem Ja. vergeben, das war so ein schönes Gefühl. Ja. Ich sage, Ja. den Zustand kriegst du doch erst, wenn dir vorher noch was antut. Aber jetzt wirst du irgendwann einmal erkennen, dass da nur einer ist, den du vergeben kannst, das ist deinem eigenen Ego. Das ist auch mit Beleidigen, wenn sich eine gewählt ausdrücken. Ist immer wieder, wenn du dich beleidigt fühlst, nicht der, den du dir ausdenkst, egal was der zu dir sagt, versuche mal den Udo mit Worten zu beleidigen. Ich grinse dich immer breiter an, weil ich aus den Worten offensichtlich was anders mache wie du. Ich werde dich permanent, du kannst nichts zu mir sagen, was ich nicht als ein Kompliment interpretiere. Das heißt, was dir weh tut, ist, dass du ein Wort, mit dem du konfrontiert wirst, dass du das entheiligst und nur sehr einseitig interpretierst. Also es wird immer wieder auf dich zurückgeschmissen. Das ist also hier mal diese Erkenntnis und dass keine Schuldzuweisungen sind, sondern das muss man selber in sich suchen. Das wertfrei sehen kann überhaupt keiner. Ich habe so viele Beispiele, die Worte schon, das Wort Nazi, sind all die Almener, in den alten Almener-Vorträgen, wenn wir jetzt zurückblättern, habe ich da schon darauf hingewiesen, dass das Nazi heißt zuerst einmal die Geburt, eine Nation. Ich sage, jeder, wenn du jetzt eine Rolle spielst, egal in welcher Nation du dich hineindenkst, ob du dich als Türke, als Jude, als Deutscher, als Franzose, egal als was du dich denkst, du kannst stolz sein auf deine Nation, weil das ein wichtiger Teil ist vom Heiligen Ganzen. Das ist schon so eine Entheiligung, wenn das Wort Nazi in dir rein nur diese deutsche spezielle Vergangenheit, die du auf deinem Programm zurzeit drauf hast, das du zu durchschauen hast. Und dann wirst du dann merken, diese Lächerlichkeiten, ob das Demokratie sind wir tausendfach darauf eingegangen, denk an das demokratische Krankenhaus und jetzt lass uns irgendwo in der Stadt reingehen, jetzt raumzeitlich gedacht, lass uns eine normale Stadt ausdenken. Wir haben übrigens bald Bulgismarkt am Sonntag oder was, großes Stadtfest. Und dann schau die Kirchen um dich herum an. Und dann wirst du feststellen, dass du wirst mit so unendlich viel Geistlosigkeit konfrontiert. Da ist überhaupt kein Hauch der Beschäftigung, was ist der Sinn des Lebens. Man ist viel zu sehr damit beschäftigt, zu konsumieren. Und dann nehmen die Weisen der Welt über Bibifaxe, die sich aufregen, wenn sich dann Minister hinstellen und sagen, wir setzen auf Wachstum und feiern, wenn Wachstum da ist, im selben und im Hintergrund den Glauben an einer begrenzten Erde mit begrenzten Ressourcen. Wo wollen die denn hinwachsen? Wie oft habe ich euch das gesagt? Ja. Das ist so unendlich geistlos und jetzt kommt diese permanente Rechtfertigung, was wir ganz toll haben, ich sage in der Physik im Nullpunkt Gottes in der Schrift, muss man jetzt nicht sich mit Physik auskennen, am Ende habe ich zuerst einmal diese schöne Beschreibung der Illusion und das stochastische Denken. Das ist schon ganz am Anfang vom ersten Buch von Ich bin du, das Wort stochastisch erklärt wird und das ist jetzt dieses Zielgerichtete. Du musst beobachten, wenn jetzt du mit irgendwas konfrontiert wirst und du untersuchst es. Hast du zuerst einmal, weil du ja ein einseitig denkender Mensch bist mit deinem jetzigen Programm, das du zu durchschauen hast, will ich das glauben oder lehne ich es ab? Und du wirst, wenn du in deinem tiefsten inneren Charakter dagegen bist, das ist ja bevor du irgendwelche Gedanken aufschmeißt, schau zuerst rein, was ist deine tiefste Motivation? Ich sage immer wieder, das Wichtigste ist es, warum. Nicht was du tust, ist entscheidend, sondern frag dich, warum du das jetzt machst. Was ist der eigentliche tiefste innere Grund? Und genauso ist es, wenn du was erforscht, da taucht Holofeeling auf, will ich es verstehen, dann gehst du den Weg, den ihr gegangen seid, oder du liest ein paar Zahlen und sagst, was ist das für eine Scheiße? Den kann man doch nicht für ernst nehmen. Ich könnte euch jetzt so viele Zitate machen, zum Beispiel nur dieses Vorwort, das berühmte Vorwort von Holofeeling, wo es dann hast, miau, 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 wow, wow, wow. Siehst du, wenn ich will, miaust du und bellst du. Pass auf, es ist eine wertfreie Beschreibung, während du diese Zahlen durchdenkst. Das heißt, während du Geist praktisch die Worte zu Geräuschen in deinen Kopf machst, wirst du genau bei dieser Stelle wow, 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 miau, miau, miau sagen in dir. Und ich sage, siehst du, ich lasse dich jetzt wauen und miauen. Und dann kriegst du dann Kommentare, was ist das für eine Scheiße? Das kann man doch nicht ernst nehmen. Und das ist, wenn sowas in dir auftaucht, den, den wir uns jetzt ausdenken, ganz bewusst, der das angeblich geschrieben oder gesagt hat, den kannst du gleich abhauen. Das ist diese große Masse an Figuren, diese Rechthaberei, was
Auch ein altes Beispiel. Was unterscheidet eigentlich? Wir denken uns jetzt nochmal ein drittes Reich aus. Wir denken uns der DDR aus. Und wir denken uns der Bundesrepublik Deutschland aus. Und jetzt denken wir, all diese drei Staatssysteme hatten Juristerei, ein Gericht mit Richtern. Was unterscheidet eigentlich den Richter vom Dritten Reich von dem Richter von der DDR und den Richter der Bundesrepublik Deutschland? Ich würde sagen, wertfrei gesehen überhaupt nichts. Die halten sich an Gesetze und jedes felsenfest davon überzeugt, dass seine Gesetze die richtigen sind. Wir können es noch krasser machen. Jetzt zeige ich mal ein paar Buchstaben. NSDAP. Das löst in dir jetzt sofort eine Vorstellung aus, wobei das sehr, sehr vielfältig ist, wenn wir das hebraisieren, wollen wir jetzt nicht. Wir bleiben mal bei der Partei, die dir jetzt in den Sinn kommt, Sinus. Wir schmeißen aufgrund dieser Buchstaben mit dem momentanen Programm eine Gedankenwelle auf, vorausgesetzt, du hörst jetzt, das hast du, das Programm. Und es ist eine Partei. Ungeachtet des Parteiprogramms, der Ideale, die sie vertreten, das lassen wir mal ganz weg. Ist es einfach nur eine Partei und die Partei will an die Macht. Jetzt frage ich dich, was unterscheidet diese NSDAP diesbezüglich von der CSU, von den Grünen, von den Linken? Nichts! Nicht. Überhaupt nichts. Das ist das Warum. Wo sich jetzt eine Verlogenheit aufschaukelt mit Geld und dir wird immer bewusster, wenn du nur eine Ahnung von Physiognomie hast. Und jetzt muss dir natürlich klar sein, wenn du jetzt versuchst, das wieder irgendeinem Politiker zu erklären. Du versuchst schon wieder einen Gedanken, einen Computer von dir zu erklären, dass er dumm ist. Weißt du, worin sich Dummheit zeigt? Und das sage ich jetzt zu dir, Geist. In dem Moment, wo du Geist erkannt hast, dass was dumm ist, D-U-M-M, hebraisiert die Waffe, M-M hast geistlose Materie. Ob du an einen Computer denkst, wo dir so viel einleuchtet, dass du dich mit dem nicht irgendwas erklären musst, oder an einen Trockennasenaffen, was nichts anderes ist. Das ist geistlose Materie, solange du glaubst, ich bin dieser Fleischhaufen mit dem Gehirn. Wabbermasse, wie ich das nenne. Wenn ich als Geist erkannt habe, dass etwas dumm ist, geistlose Materie ist. Mhm. Ist jetzt der dumm oder der Geist, der versucht, den Dummen zu erklären, dass er geistlose Materie ist? Das heißt, das zeigt, wenn ich jetzt neben noch mal eins drüber bin, dass ich doch eigentlich blöd bin. Wenn wir unseren Folger jetzt ausdenken, bei manchen löst das was aus. Das macht doch überhaupt keinen Sinn, wenn ich jetzt mich permanent rechtfertigen würde, wenn er mich laufend in die Pfanne haut, wobei der so primitiv rezitiert, jetzt neueste Erkenntnis, dass ich, ja, Udo hat ja schon wieder gefunden, dass China, das heißt ja gar nicht, glaube ich. Der liest und liest und verwirklicht das Geplapper seiner Interpretationen. Ich öffne die Tür, das stimmt natürlich auch, was in den Büchern steht, und wir gehen noch eins weiter, noch darüber hinaus. Und das kannst du total abhauen. Du musst irgendwann einmal anfangen, eine eigene Meinung zu kriegen und die muss sich oder sollte sich zusammensetzen aus allen Meinungen, die in dir auftauchen, plus dann denen, die noch nicht aufgetaucht sind, dass du vollkommen wirst. Meine Meinung ist jede Meinung. Das ist so schön in Holofilling für Neugierige, wo ich immer wieder diese vielen Beispiele habe, dass immer wieder dieses Dassenbeispiel. Du glaubst gar nicht in deinem Alltag, wie oft du das jetzt mit deinem momentanen Intellekt noch flöten geht, dass du Einseitigkeiten anstrebst. Werde mit Anstand alt. Die Raupe zieht zum Spinnen an, fängt, wie ich immer wieder sage. Raupe, Schmetterling unter Rauben, und das ist, du musst zum Spinnen anfangen, dann machst du deine eigene Welt um dich herum, wenn du das bewusst machst. Selig sind die Verrückten. Und das musst du ja keinen in deinem Traum auf die Nase binden. Das ist das, was ich sage, es ist was Intimes. Und du wirst jetzt merken, die Wiederholungen, wenn wir in das arithmetische Muster reingehen, dass diese 27 Zeichen sind ja eigentlich 28. Pass auf, jetzt müsst ihr im Gedanken ein wenig mitspielen, wenn ihr die Bilder vor Augen habt. Wir machen unsere 28, 1 bis 7, diese 4 Oktaven. Dann 8 bis 50, 60 bis 300, 400 bis 11.000. Und jetzt siehst du, weil das Elef, Alef, der erste und das letzte, Alpha und Omega, können wir sagen, dass die praktisch ein und dasselbe Buchstabe, nur anders ausgesprochen ist, ein und dasselbe Zeichen ist, sind es eigentlich nur 27 Zeichen. Aber jetzt ist es, dass du die 1 steht für etwas, die absolute 1 kannst du nicht denken, und das Unendliche, was das 1000 dafür steht, kannst du auch nicht denken, müssen wir das Alef auch noch rausschmeißen, das sind 26. Und dann beginnt das Spiel eigentlich mit B. Mit B. B. Rashid. Aber das nur nebenher. Dass natürlich jetzt der erste Vers 7 Worte 28 Zeichen ist und einen Gesamtwert hat von 2701, da hast du schon die 700 und dieses 0, 1, dieses nicht seiende 1, was wir wegschauen, sind die 27 Zeichen.
Diese 27 Zeichen, da schreibe ich das 3x3 eigentlich schon an. Und dieses 3x3, 3 hoch 3, hüben 3 und drüben 3, ich sage immer Hübenspiegel, Drübenspiegel, und jetzt sind es unsere zwei Ecken, die gegenüberstehen. Wenn wir uns das jetzt aufspannen, das ist in irgendeiner der Offenbarungen, habe ich die 27 und habe die Zeichen durchnummeriert. Was jetzt interessant ist, 3x3x3 sind 3 Stufen, das ist immer zuerst einmal das Prinzip, These, Antithese, Synthese. Und diese 3 Stufen kannst du wieder dritteln und da kannst du wieder jedes Drittel nochmal dritteln. Und jetzt sind wir wieder, was ich gerade gemacht habe, ihr seid ganz unten. Jetzt ihr, meine ich jetzt, diesen Geistesfunk, der eigentlich eins ist, die Ebene, wo wir uns jetzt befinden, ausgedachterweise. Pass auf, wir spielen das nochmal ganz kurz durch, wir setzen den Menschen, die 3 Wachstumsstufen des Menschen, ist bis zur Pubertät, Zungenkussbeispiel, und bis zu den Wechseljahren. Das ist die These, alles, was du in dieser ersten Stufe bis zur Pubertät als wichtig ansiehst, wird nichtig, und alles, was dich da nicht interessiert hat, wird plötzlich wichtig. Und dann kommt jetzt die Synthese, und das verschmilzt jetzt diese beiden Sachen, weil du jetzt anfängst, dich auch verbinden zu wollen, aber mit dem eigenen Geist. So wie du auf der zweiten Ebene Partnerschaft, also sehr persönliche Beziehung knüpfen willst mit Dingen und mit Menschen, meine Freunde, mein Verein, meine Gruppe in der Psychiatrie. Das ist ja mal, wenn du sitzen siehst, ne? Darum soll ich mal wieder so schön, dass keine Angst haben, ich halte bis heute Abend durch, ich habe halt früher Zäpfler gekriegt. Das hält normalerweise bis heute Abend. Jetzt ist es also so, dass das dann in der dritten Stufe, wenn du mit Anstand alt wirst, fängst du an, das alles Revue passieren zu lassen. Das Leben hat vorwärts gelebt und dann rückwärts fängst du an zu verstehen. Das geht vorher nicht. Auch wenn man dir das sagt, ich sage immer wieder, du musst dich satt getrunken haben, die Sinnlosigkeit des Kampfes erkennen. Und das ist ja auf dem Film drauf. Du musst dir keine Selbstvorwürfe machen. Ich habe so, egal was für ein Leben du jetzt durchlebt hast, sondern jetzt kannst du in dich gehen und loslassen und wissen, du hast dir das ja rausgesucht, das erleben zu wollen. Würdest du das oder jenes nicht erleben wollen, würdest du dich selber entheiligen, weil du im tiefsten Innern unendlich viele Möglichkeiten entfalten kannst. Du willst doch deine Unendlichkeit erforschen. Aber jetzt passt auf, jetzt machen wir ganz kurz dieses Spiel, dass wir zuerst einmal der Begriff Matrix. Wir leben jetzt nicht in einer Matrix-Welt, sondern in einer aus einer Matrix erzeugten Welt. Die Matrix ist ein Konstrukt, Werte- und Interpretationsprogramm, das ist unser Ego, unser blaues Ich, das Buch, das Programm, wie ich das nenne, das wir zurzeit durchschauen. Ist immer derselbe Geist. Das Bücherregal bezogen, bist du der Geist, wenn du ich bist, bist du der Sigmund oder der Klaus. Das sind alles Bücher, die ich schon gelesen habe, wenn du ich bist. Darum sage ich, du wirst das sein, ich bist du dann, wenn du aufgehört hast, das zu sein, was du zurzeit zu sein glaubst. Und das ist am Ende, das ist praktisch in dem Moment, jetzt sind natürlich zwei, pass auf, wir bleiben bei unserem Kopf mit kaputt. Ich sage, wenn dein Kopf kaputt geht, dann zerspringt dir in vielen Möglichkeiten. Das heißt, dann gehst du eigentlich tot. Mir Altler deiner Song dazu, Theos ist tot. Theos ist tote. Gott ist tot. Was natürlich wieder materialistisch komplett negativ interpretiert wird. Ich habe schon mal gesagt, wenn wir uns jetzt an Nietzsche ausdenken und du liest wirklich einmal Nietzsche, dann wirst du feststellen, dass das von den ganzen Philosophen mit einer der gläubigsten ist, die es überhaupt gibt, auch in Bezug auf Gott. Das Einzige, was der erkannt hat, dass Religion böse ist. Aber das ist natürlich schon wieder der Fall, weil er auch wieder Feindbilder bekämpft. Ich sage, das ist nicht böse, das ist ein Fehler im Führerscheinprüfungsbogen. Und das, die schöne Freiheit hast du, dass du das den Deppen in deinem Traum nicht erklären musst. Es reicht, einer muss es verstehen, nämlich der Geist, der träumt. Das ist eine Riesenfreiheit, weil als normaler Mensch meinst du, die Welt würde besser, wenn du andere davon überzeugst, dass sie so sind, wie du sie haben möchtest. Das ist, dann wäre ich ungerecht, wenn ich das zur Bedingung machen würde. Es steht und fällt, du musst einen einzigen das erklären. Das heißt nicht einmal, dass du das deinem Intellekt, dem Ego überzeugt, dein eigenes Ego musst du auch nicht überzeugen. Weil das genauso ein ausgedachter Charakter ist, wie alle anderen Charaktere auch. Das heißt, du musst dich zuerst einmal verwandeln und zu was anderem werden. Und das führt uns jetzt zu diesen Wachstumsstufen. Wir haben diese 3 Wachstumsstufen bis zur Pubertät, von der Pubertät bis zu den Wechseljahren. Das ist das menschliche Leben und dann bis es aus ist, sagen wir mal, dieses Leben zumindest.
Wobei man sagt dann, du wirst tot. Nein, jetzt begreifst du Holofeeling, dass du alles bist. Das Todsein heißt nicht, dass was verschwindet, sondern das heißt, dass du alles wirst. In dem Moment hast du, am Ende wirst du auch sterben. SD erben heißt abtrünnige Übertretungen, erweckte polare Existenzen oder Erben, raumzeitliche Erscheinungen, raumzeitliche Spiegelungen. Erben hat auch nichts mit Vernichtung zu tun. Weder das Wort Tod noch das Wort Sterben, sondern jetzt erkennst du in dem Moment, wo du tot bist, dass du deine ganzen Gedankenwellen bist, alle, die du dir denkst. Du bist die Kloschüssel, du bist das Wasserglas, du bist der Baum, du bist die Stadt, du bist das Universum, du bist 2 Milliarden Sterne, wenn du an 2 Milliarden Sterne denkst. Du bist alles. Das ist jetzt, bist du tot. Das ist verrückt, ne? Ja. Genau wieder andersrum, wie ich sein Leben lang geglaubt habe. Ja. Eigentlich waren wir dann richtige Kapitalisten. Kapital ist ein todbringendes Verbrechen. Das heißt, es bringt ja so viele Möglichkeiten. Wenn die alle lieb wären, sich alle lieb hätten, dann wäre das ja todlangweilig. Ja, ja. So viel Langeweile. Das ist immer wieder, wo ich sage, die Emotionen den Schmerz vermeiden wollen. Der Schmerz, Scham, Erde. Dort, die Ort, ein geöffneter Ort ist die Erde. Scham. Der Name des Schmerzes ist Eris, ist die Erde, wo du herumläufst. Es ist immer die Kunst, ein Wort sehr vielfältig zu sehen, gibt dir einen riesen Frieden. Und wir gehen jetzt von diesen 3 Stufen, die wir jetzt besprochen haben. Der Mensch ist wohlgemerkt, die 1. Stufe, da kommen wir nochmal, das ist jetzt die These-Stufe, haben wir eingeteilt, da haben wir ja nochmal Antithese und Synthese, die lassen wir mal ganz weg, wir haben nur jetzt diese 1. Trinität, die wir jetzt nochmal dritteln, bis zu Pubertät, Wechseljahre. Und jetzt nehmen wir von den 3 wieder die 1. Stufe bis zur Pubertät und machen wieder 3 Einteilungen. Und da ist die 1. ist in der Gebärmutter. Die 2. ist vom Abnabeln bis zu dem Punkt, wo du, ich sage mal, ein menschenähnliches Wesen, dass du auf 2 Beinen läufst und sprechen kannst. Sag mal, bis kurz bevor du in die Schule kommst, Kindergarten kommst. Und die 2. Stufe ist, das ist also hier Matrix, jetzt im Klassischen, die Gebärmutter, Abnabelung, entspricht dann die 2. Stufe, bis wo du sprechen kannst und auf 2 Beinen läufst. Und die 2. Stufe ist jetzt dann hier hoch bis zur Pubertät. Da haben wir ja die Pubertät bis zur Pubertät. Das war ja der Punkt. Unsere 1. Stufe geht von 0 bis zur Pubertät. Wenn du dir das jetzt denkst, und da haben wir 3 Teile, 1. Drittel, Gebärmutter, 2. Drittel, wenn du in die Schule kommst, 3. wenn du pubertierst. Okay? Auch wieder 3. Und jetzt gehen wir in dem Drittel, gehen wir wieder ins 1. Drittel, das ist die 27, das ist in der Matrix, bist du zuerst das Ei, dann bist du der kleine Raube, habe ich ein schönes Update geschrieben, und der für die 2. Stufe ist dieses Raupendasein, und jetzt kommst du, dass du der Embryo wirst, Eber, dann siehst du schon aus wie ein Mensch. Hast du wieder die 3. Was jetzt auch interessant ist bei dem Spiel, das oberflächlich betrachtet, denk gerade an das Beispiel mit dem Betriebssystem. Oberflächlich betrachtet, wenn du die diese Sektoren wechselst, dass das Wesen, das in Erscheinung tritt, sich dabei nicht verändert. Das heißt, das Baby in der Matrix kommt raus, wir schneiden die Nabelschnur ab, ist vor und nach dem Abschneiden, ob das in der Matrix, in der Gebärmutter ist oder außen, bleibt dasselbe kleine Säugling. Das wird nur, was ich den Fetus, der sich hier umwandelt, jetzt in das Baby. Ändert sich nicht. Jetzt gehen wir in die 2. Stufe, wo wir gesagt haben, von dem Abnabeln, bis du auf 2 Beinen läufst, in dem Punkt, von dem, dass du sprichst und auf 2 Beinen läufst, bis zur Pubertät, wo dann die Schule kommt, ändert sich der auch nicht, in dem Moment. Genauso hast du ja auch hier den Übergang von der Pubertät zum Erwachsenenwerden. Oberflächlich ist es immer dasselbe, das ordne ich das dazu oder noch schon dazu? Und das hängt jetzt von der geistigen Reife ab. Das sind alles symbolische Bilder, wo die Leute so Probleme haben, wo ich euch auch so oft darauf hingewiesen habe, dass in deinem Intellekt habe ich einprogrammiert, dass wenn ein Mensch schläft, jetzt ganz normal gesprochen mit der Vorstellung von Mensch, dass das, was er in seinem Kopfkino erlebt, während des Träumens nur symbolische Bilder sind. Die Traumpsychologie. Gibt es viele Esoteriker, die sich da draufschmeißen, traumische Bilder zu entschlüsseln, weil da komischerweise ist doch schon das Wissen ansatzweise in dir drin, dass alle Bilder, die im Traum auftauchen, symbolischen Charakter haben.